Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von Dinosaur War. Ja, eigentlich vierte, aber ich sehe jetzt die ganz alte Folge von vor 9 Monaten jetzt nicht. Ist ja jetzt ein neues Spiel, ne? Das wird vorerst auch mal wieder die letzte Folge sein. Ich will erst mal beobachten, wie viele Leute überhaupt das Spiel noch sehen wollen, oder beziehungsweise müsst ihr das halt kommentieren oder liken oder abonnieren. Ich freue mich, wenn ich Abonnenten kriege. Gut, dann legen wir jetzt einfach mal los. Wir haben jetzt auch hier unsere schönen, können jetzt schon einiges hier machen. Unser Fleisch selbst herstellen, unserer Fleischerei. Ja. So, was haben wir denn jetzt hier für Aufgaben? Wir sollen 2 Stone Houses bauen. Dann machen wir das doch mal, oder? Zack. Bauen wir mal hier unten direkt hin. Zack. Was haben wir denn noch hier? Gut. Die 240 Thylosteos. Das wird natürlich ein bisschen dauern, bis wir die haben. Weil wir ja nur einen so ein Dingen haben. Was haben wir hier? Place Decoration to increase population limit by 24. Okay, wollen wir jetzt ein bisschen Dekoration hier platzieren. Was heißt denn hier, das ist 1? Keine Ahnung. 180 Steine steigt die Populationslimit, auf 9. Das Populationslimit, ach, keine Ahnung. Dann werden wir das doch einfach mal platzieren hier. Irgendwo hier zwischen, wo wir sowieso nichts mehr bauen können. Das nimmt ganz schön viel Felder weg, würde ich sagen. Ne? Das finde ich jetzt gar nicht so schön. Weil wir haben ja eh schon so wenig hier. Ja. Ach, da haben wir ja schon unser unsere Quest erledigt. Ast rein. Gut. Zack. Und deck die nächsten hier. Was haben wir? Das hatten wir hier. 10. Was haben wir hier? Collect 48 Mehl. Das haben wir gleich auch erledigt, würde ich sagen. Beginnen wir einfach schon mal noch einen Kampf. So für zwischendurch. Wir haben mal so wenig Thylosteos. Dinos. Oder Thylosteos, keine Ahnung, wie ich die nennen soll. gut, dann müssen wir doch mal ein bisschen warten. Das ist mir einfach zu wenig, um irgendwelche Kämpfe zu machen. Das wird ja auch mittlerweile, wird natürlich immer schwerer, ne? Ach, verpickt. Wie lange wird denn das Upgrade dauern? 1 Minute. Dann machen wir das doch mal. Ja. Okay. Ja. Upgrade. Das ist schon mal gut. Zack. 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 Was haben wir hier? Ja, solange wie ich jetzt noch sehr einfach und leicht gewinne, werde ich jetzt hier nichts aus diesem komischen Shop kaufen.
Dieser Arena, das interessiert mich auch noch. Also, Challenge other players online to win. Also, ja, ich weiß jetzt nicht, ob man auch irgendwie andere Leute, die man vielleicht in seiner Freundesliste hat, ob man die dann herausfordern kann. Das wäre natürlich cool, wenn ihr das wisst und gerne mal gegen mich antreten wollt. Gerne. Ich bin zwar eh voll Noob, was PvP betrifft, aber ist ja nicht schlimm. Man kann ja trotzdem mal gegeneinander zocken. Oder whatever. Ab Level 10 können wir dann wohl Invite Friends. Wie geht das denn hier? Ist das wahrscheinlich nur über Facebook und ich mag kein Facebook. Ich bin ein absoluter Facebook. Ja, ich war zwar mal in Facebook, aber ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja gut, dann hat sich das erledigt. Facebook will ich nicht mehr. Schade, schade. Gut, gut. Wir könnten ja eigentlich. Ich lasse den Kreis hier mal warten. Importieren, importieren. 5 Kämpfer. Ja, ich glaube nicht, dass wir die jetzt schon meistern. Ich werde jetzt hier noch zweimal hier diese Kilo Stylos, wie auch immer, rekrutieren. Also jetzt hiernach noch einmal und danach versuchen wir einfach mal einen Kampf. Mal gucken, wie viel wir da verlieren und wie es so funktioniert, ob wir jetzt noch gut vorankommen. Ich weiß nicht, ist das nicht ein bisschen langweilig so auf Dauer, wenn man jetzt hier so zuschaut und ich kann ja jetzt nur warten und nicht viel machen. Aber das, ich meine, wenn euch das trotzdem gefällt, warum nicht, ne? Also ich finde das ja toll, wenn ihr mir zuschaut. Aber wir können ja mal eben hier diese Dinosaur-Cards machen. Gucken wir, vielleicht gewinnen wir hier auch nochmal. Was nehmen wir denn? Ich würde sagen, 166er könnte ruhig die Waffe benutzen. Rüstung und Helm. Ja, Play. Gucken, ob wir dieses Match auch gewinnen. Sieht schon mal sehr gut aus. Damn. Einen haben wir schon mal erledigt und wir haben noch unsere 3 Dinos. Sieht sehr gut aus. Keine Chance, würde ich sagen. Sehr gut. Und wir kriegen einen Premium-Stein geschenkt. Ja, das ist doch schön. Die kann man immer gebrauchen. Aber wie gesagt, die werde ich jetzt noch fleißig sammeln. So, eine Runde hier machen wir jetzt noch. Rekrutieren wir jetzt diese Dinos und dann fangen wir mal an. Have Pastor over Level 2. Okay, auch kein Problem, können wir ja auch machen.
Machen wir dann. Aber erstmal machen wir jetzt ein paar Kämpfe. Ja, was haltet ihr eigentlich von Facebook? Ich denke mal, jeder zweite von euch wird in Facebook sein. Ich finde das ganz schlimm, wenn ich das immer höre. Also in meinem Freundeskreis, wenn ich dann unterwegs bin mit den Jungs, dann höre ich immer nur noch, ey, hast du hier von dem gehört, was der im Facebook geschrieben hat, und guck mal hier der, und geht euch das nicht auch auf den Nerv? Ich meine, gut, wenn ihr selber gerne im Facebook seid, wird es wahrscheinlich nicht so sein. Ich bin wahrscheinlich einer von den Seltenen, die Facebook eigentlich meiden wollen dadurch, weil mich das total nervt. Genauso wie wie ich finde, wenn man unterwegs ist und die Leute zucken dann ihre Handys und müssen dann erstmal wieder die ganzen Facebook-Nachrichten durchblättern, beziehungsweise was die Leute alles geschrieben haben. Ich weiß nicht, früher hat sowas nicht gegeben und ich kann da gut drauf verzichten. Also, das ist meine Meinung. Mich nervt das total. Also, ich bin mal gespannt, wie weit das da noch geht mit diesem Scheiß. Ehrlich, also ich muss so wirklich sagen, Scheiß. Ich halte da gar nichts von. Ich meine, für mich hätte das Vorteile in Facebook einerseits, weil dann könnte ich meinen Kanal bewerben. Ich habe es ein bisschen schwerer als die anderen also. Aber muss halt auch so funktionieren. Finde ich. So, jetzt machen wir eben hier oben die noch. Zack, 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 zack. Ah, Populationslimit. Nee, wollen wir jetzt nicht. Ich fange jetzt aber erstmal schon mal an, die Fleischerei abzugraden für die eine Quest. Ja. Ich habe im Moment sehr begrenzten Festplattenspeicher. Es kann sein, dass ich diese Aufnahme hier abrupt unterbreche, ohne mich zu verabschieden. Nehmt es mir dann nicht übel. Ich werde auf jeden Fall nicht ohne euch weiter zocken. Ich kriege ja dann eine Meldung, wenn die Festplatte voll ist. Pausiere dann natürlich das Spiel. So, wir fangen jetzt einfach mal an. Ach ja, ich wollte ja hier upgraden. So, ja, ja. Zack. Zack. Ja, ja, Populationslimit. So, dann machen wir jetzt mal einen Kampf. Wollen wir doch mal gucken. Ja, das sieht doch sehr gut aus. Sehr gut. 42 Erfahrungspunkte bekommen. Jetzt mal so 2 bis 3 Kämpfe kriegen wir hin. Ah, 3 bestimmt. Ach, das klappt ja. Level 6. Ja, super. Krieg schon wieder einen Premiumstein und 600 normale Steine geschenkt. Ja, sehr schön. Ich will auf jeden Fall die Kiste jetzt erstmal haben. Oh, da kriegen wir aber einen auf die Jacke. Das tat weh. Au, au, au. Ob wir das jetzt schaffen? Ich glaube nicht. Das glaube ich nicht. Au, au, au. Au, jetzt haben wir natürlich keine Dinos mehr. Was ist das hier eigentlich? Overpower Rules. So. Gut, gut. Da haben wir natürlich das tierische einen auf die Jacke gekriegt und haben jetzt überhaupt keine Dinos mehr. Was jetzt heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder Dinos rekrutieren. Das wird sich natürlich jetzt wieder in die Länge ziehen. Brrr.
Ja, was ich noch, ich werde jetzt einfach mal so ein bisschen anderes so zwischendurch quatschen. Was ich auch noch ganz nett finde, sind diese ganzen Indie-Games. Ich habe mal so ein bisschen rumgesurft. Ich muss ja sagen, es gibt ja unheimlich viele Spiele, kostenlose Spiele, die auch sehr, sehr gut sind. Wenn da mal jemand irgendwie eine Idee hat, was man mal vielleicht zusammenzocken könnte, so online und vielleicht auch noch kostenlos ist, könnt ihr mir gerne auch einen Kommentar hinterlassen. Möglichst am liebsten aber ein PC-Game, weil über meinen Emulator, meinen Android-Emulator laufen nicht alle Spiele. Das würde mich echt freuen. So. Ja, wie gesagt, tut mir leid, das dauert jetzt erstmal ein bisschen. Ja, auch es gibt teilweise Spiele für 10 Euro von irgendwelchen Indie-Entwicklern. Und die sehen schon bald aus wie manche Vollpreistitel, also von den großen Publishern, ja. Und ich finde, die sollte man besonders unterstützen, weil meistens sind diese Indie-Entwickler ja meist nur so zu dritt oder zu viert oder zu fünft, so ein kleines Mini-Team, und machen da richtig geile Spiele teilweise. Also ich finde das total toll. Deswegen werde ich auch des Öfteren sehr wahrscheinlich irgendwelche Indie-Spiele vorstellen, um die Jungs einfach zu unterstützen. Ich finde das ganz wichtig. So. Ich will jetzt nicht upgraden. Wenn doch hier eine. Ich will da draufklicken. Ja, so. Also ich persönlich finde das ganz wichtig. Und was mir auch bei den großen, ich meine, das machen manche Indie-Entwickler mittlerweile auch, aber besonders die großen Publisher finde ich ganz schlimm mit den DLCs, mit den Erweiterungspacks, die man dann kostenpflichtig kaufen muss. Sowas hat es früher nicht gegeben. Die haben gemerkt, das läuft, die Leute sind so blond, sage ich es einfach mal, springen auf dieses Pferd und kaufen wirklich die ganzen einzelnen Packs. Früher hat so ein Spiel, das war einfach komplett, und irgendwelche Erweiterungen waren meist halt kostenlos. Mittlerweile werden die Spiele ja so hergestellt, dass das Spiel eigentlich schon komplett fertig ist. Tun das dann nochmal in Teile splitten, mit die dann diese DLCs für ein paar Euro noch anbieten können oder was weiß ich. Und das finde ich eine große Sauerei. Dann hat man dann anstatt für ein Spiel, wo man früher 50 Euro für bezahlt hat, ja, bezahlt man jetzt, wenn man das hinterher komplett haben will, zum Beispiel 100 Euro. Wenn man die ganzen DLCs noch dazu kaufen möchte. Aber man will das Spiel ja auch komplett haben. Ja? Und das finde ich die größte Sauerei. Halte ich überhaupt auch nichts von. Ich fange auch immer mehr an, diese Spiele zu meiden, die meinen, wo man dann weiß, die Publisher, die bieten dann sowieso in Zukunft für dieses Spiel irgendwelche DLCs an. Ich finde das einfach auch total Mist. Und ich hoffe, der eine oder andere